Das folgende Video wird Ihnen präsentiert von Tarifcheck, das Online-Vergleichsportal. Boah, aber es ist ja richtig schlimm geworden auf Social Media, ja? Jeder Wannabe-Gangster ist TikToker geworden. Alle denken, sie sind Influencer. Und bei den meisten habe ich immer das Gefühl, sorry, ne? No front, aber ich habe auch richtig viele sympathische Gäste, wie zum Beispiel Laura Marie. Oh. Ich finde, nein, komm mal, Scherz beiseite, ne? Es gibt Menschen, die lernst du an so einem orangenen Teppich kennen. Es ist nämlich nicht der rote Teppich gewesen bei Channel 8. Ich wollte es nochmal korrigiert haben. Ja? Und dann lernst du echt coole Leute kennen. Ich finde, in meinen Augen zum Beispiel, Leo Palis war auch cool. Mhm. Sehr sympathisch, ja, sehr herzlich. Oder Vincent, richtig coole Socke. Ach, der Vincent, der ist toll. Der ist echt cool. Guck mal, ich mag den als Typen, ja, weil ich ihn mega geil fand. Der Typ hat sich für uns Zeit genommen. Der ist mega, ja, verletzt mit seinem Gips da, hing er da rum. Und er hat sich mega viel Zeit gelassen, um mit uns zu talken, während dahinter die Presseentourage den hier die ganze Zeit gemacht hat. Und dann meinte sie, ey, du musst zum Teppich, zur Fotowand. Und er sagt, nö, ich hab Bock jetzt mit dir zu reden, sagt er zu mir. Natürlich ging das runter wie Öl. Und dann denkst du, geiler Typ. Ja? Und dann gibt's die anderen. Stellst ihn drei Fragen, jede Antwort muss sich aus der Nase ziehen und jede Antwort ist schon abgespeichert. So, da hinten ganz klar. Was sagst du zu meinen Aussagen? Kann man diese bestätigen, Laura? Ich kann deine Aussagen bestätigen. Es geht mir tatsächlich oft genauso. So, nicht, dass Laura es vorher auch gesagt hat. Die Aussagen sind von mir. Wenn ihr haten wollt, gerne gegen mich. Komm, wir machen noch mal ein ganz schnelles Quiz. Ja, zwischendurch muss ich was lustig machen. Weil danach kommen wir zu den ernsten Themen. Oder zu einem sehr, sehr ernsten Thema am heutigen Abend. Schnellquiz, was macht Laura Marie? Was macht Laura Marie sonst traurig? Ach, ich muss antworten. Ja. In welchem Semester bist du jetzt bei der Schauspielerin? Nein, nein, nein. Das macht mich tatsächlich nicht traurig. Es macht mich traurig. Liebesfilme? Ja. Was macht Laura Marie happy? Liebesfilme. Okay. Wann geht Laura Marie an die Decke? Wenn ich mit meiner Schwester streite. Ist das so? Ja. Okay. Was bringt Laura Marie zu Verzweiflung? Wenn Kooperationen nicht klappen, wie sie klappen sollen, wenn ich das nicht richtig hinkriege, wie ich es umsetzen will, Videos so, genau. Okay. Und wann dreht Laura Marie mal durch? Ständig. Ich weiß es nicht. Was macht denn Laura Marie, wenn sie wütend ist? Musik hören und versuchen, runterzukommen. Was macht Laura Marie, wenn der Erfolg ausbleibt? Ich glaube, ich lebe mein Leben trotzdem genauso weiter, wie es auch jetzt gerade ist. Also vielleicht nur halt dann nicht mehr in der Öffentlichkeit. Was macht Laura Marie mit der ersten Million? Ach, ich möchte gerne mir ein Audi TT kaufen. Das, oh, Walla, das schenke ich dir auch so, ey. Dafür brauchst du keine Million. Ich find's aber schön. Von der ersten Million sich ein TT zu holen für 30.000. Aber finde ich gut. Was machst du dann mit den restlichen 970.000? Vielleicht in... Einen zweiten TT. Nö. Vielleicht in eine Wohnung investieren. Oh, ich würde super gerne ganz viel Dekoration kaufen und neue Möbel und so. Alles in rosa? Nee. Alles so in blink, grau, blink? Schwarz, Achso. Weiß. Ach so. Ja. Also ganz schlicht. Ich bin ganz schlicht. Ich finde es super schön, ästhetisch, vielleicht noch so beige. Ja. Okay. Rosa. Sieht aus wie so ein rosa Mädchen, oder? Ich stelle nur die Fragen, auch wenn sie doof sind. Was macht Laura Marie, wenn sie weint? TikToks drehen. Und damit kommen wir nämlich auch zu dem, zu den Schattenseiten von Social Media. Es gibt ja hin und wieder auch von dir Beiträge, wo du offen mit deinen Gefühlen umgehst, auch mal die eine oder andere, ja, Träne, ja, kullert. Ja, ja, schon. Ja, also heutzutage, ich tick vielleicht auch ein bisschen anders. Ja, andere würden jetzt sagen, das ist Schwäche. Mhm. Ich finde, das ist einfach Realität, weil die anderen die Kamera ausmachen und dann heulen. Ja. Weißt du? Das ist der Unterschied. Ja. Und ich glaube, dass es die meisten tun. Deswegen habe ich auch immer so große, dicke Augen. Ja, ich zeige es nur nie, dass ich jeden Tag heule. Vor Wut. Aber... Oh, möchtest du darüber reden? Ja, vielleicht in einer meiner nächsten Sendungen. Dann können wir gerne mal die Plätze tauschen, dann stellst du mir die Fragen und ich heule. Aber war das so, also so diese Videos, ja, wenn du mal weinst, über deine Gefühle redest, warum tut es ein Mensch, wenn Social Media doch einfach nur Halligalli sein soll?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, dass ich nicht immer nur auf Social Media dann meine Videos mache und weine dann da drin oder beziehungsweise meine Emotionen zeige, weil es an Social Media liegt, sondern ich glaube auch ganz oft hat es was mit eigenen privaten Problemen zu tun, die sich dann mit Social Media mischen und mit dem Druck und mit der ganzen Bubble, in der man da so ein bisschen drin ist und dadurch kommt es alles aufeinander und ich bin ja auch noch sehr jung und dann glaube ich, schwappen. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, meine ganzen Emotionen da immer über. Dazu kommt es dann, dass ich dann mal solche, ja nicht Statements, aber dass ich halt einfach mal so Videos mache, wo ich einfach mal so ein bisschen Real Talk mache und zeige, dass es mir gerade genauso schlecht geht, wie vielleicht jemand anderen, der auch gerade denkt, oh, die ist immer gut drauf. Was sind denn so die Kommentare, wenn du mal deinen Gefühlen freien Lauf lässt? Boah, super gut. Also es ist krass, weil alle sagen, boah, ich fühle mich so verbunden mit ihr. Ich habe das Gefühl, mir geht's genauso und endlich mal jemand, der das zeigt und so. Also schon, ich glaube, dass das, was mich vielleicht auch so ein bisschen ausmacht, was ich halt, dass ich halt solche Videos hochlade und auch so kleine Clips zeige, ist einfach dieses Authentische, dass es einfach aus dem Leben rauskommt und nicht, dass ich halt die Kamera ausmache und dann danach weine. Passiert natürlich auch gelegentlich immer, sage ich jetzt nicht. Aber dass ich auch mal zeige, dass es halt eben auch anders sein kann. Wenn ich jetzt aber von einer jungen Frau höre, die dann sagt, naja, diese Bubble ist schwierig. Es gab ja auch schon mal, wie auf dem Teppich besprochen, auch in deiner früheren Kindheit und Schulzeit, auch Mobbing, ja, war auch ein großes Problem. Und dann staubt sich das ja alles, ne? Und dann, so, und dann denkst du auch immer an alte Zeiten zurück, wenn du eine Geschichte erzählst oder auch deinem Leben erzählst. Aber diese Mobbing-Zeit, das hier, muss ja irgendetwas gewesen sein, was dich ja extrem geprägt hat. Gehe ich jetzt mal davon aus, weil du ja immer noch offen darüber redest. Kannst du uns vielleicht ein bisschen darüber erzählen, was da vorgefallen ist, beziehungsweise wie diese Zeit war? Ja, was vorgefallen ist, kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich glaube, Mobbing ist nie berechtigt. Also man macht ja nichts, um gemobbt zu werden, auf gar keinen Fall. Es ist einfach, es wird immer eine Person einfach ausgesucht und in dem Fall war ich das. Und klar, ich habe sozusagen den Leuten Vorlagen dafür gegeben, indem ich sehr aufgeweckt war und sehr hyperaktiv und so, also immer sehr energetisch. Und ich glaube, dadurch konnten sie sich ein bisschen darauf ausruhen und haben halt mich genommen und gesagt, ja, die ist immer so. Die übertreibt immer alles und ist noch so jung und so, weil ich auch wesentlich jünger war als die Leute in meiner Schule. Genau, und dann glaube ich, dass es auch oft Eifersucht war, weil ich war die erste Halbzeit meiner Schule richtig, richtig gut und war immer besser als die Leute, die viel älter waren, also 2 Jahre älter waren. Ich glaube, es war auch oft einfach Eifersucht mit Bezug auf die Schule. Nur kurz, du warst 2 Jahre jünger als deine Mitschüler? Ja, also ich bin mit 5 zur Schule gekommen. Okay. Und ich war aber ja fast noch 4 sozusagen. Okay. Also ich bin in dem Jahr nicht mehr 6 geworden. Und viele sind ja sozusagen in dem Einschulungsjahr sogar noch 7. Klar, dass da Mobbing ist. Also, doof, aber ja, weil, okay. Deswegen, meine Eltern haben sich das vorher auch überlegt, ob sie das machen, aber ich war halt so wissbegierig, dass ich unbedingt in die Schule wollte und deswegen haben wir es dann auch gemacht. Und im Endeffekt würde ich auch sagen, hätte ich es nicht anders machen wollen. So, vielleicht hätte es wäre in eine andere Richtung gegangen, aber ich meine, ich bin jetzt immer noch super jung und stehe jetzt schon beim Studium und so und habe eigentlich alles richtig gemacht. Diese Phase mit dem Mobbing, ausgegrenzt zu sein oder von vielen immer belächelt zu werden oder auch kritisiert zu werden, was waren das dann für Dinge, die man immer mitbekommen hat oder gehört hat? Meistens passiert ja sowas hintenrum. Bei mir oder? War das auch bestimmt hintenrum, aber auch offen, also öffentlich, offen, keine Ahnung, wie man es nennen will. Ich habe, ich wurde ja wirklich bewusst ausgegrenzt aus Gruppen und so. Und es war auch in der Grundschule schon relativ schlimm. Dann bin ich ja die Schule gewechselt, damit sich das verändert. Aber auf der Schule hat es genauso wieder angefangen. Und da war es teilweise echt so, dass zum Beispiel, wenn wir Gruppenarbeit gemacht haben, das soll das so meine Lehrerin gegangen sind, wir machen keine Gruppenarbeit mit Laura, haben die gesagt. Und dann habe ich irgendwann ab der 8. Klasse oder so gesagt, so, okay, nee, dann mache ich einfach alles nur noch alleine. Und dann habe ich auch keine Lust mehr gehabt auf Gruppenarbeit. Ich habe jede Arbeit danach, ich habe nicht mal gefragt, möchte jemand mit mir Gruppenarbeit machen, weil ich wusste, es wäre sowieso keiner. Und dann habe ich einfach alleine gemacht. Und ich habe auch in der 8. Klasse, glaube ich, ungefähr das erste Mal, als wir eine neue Sitzordnung machen wollten, habe ich meinen Tisch genommen, weil die sich so gestritten haben darüber, dass ich nicht neben denen sitzen soll, weil es ja nur ablenken würde und keine Ahnung was. Und dann habe ich meinen Tisch genommen, habe den vor den Lehrerpult gestellt und saß dann 3 Jahre meines Lebens alleine vom Lehrerpult. Wie öffnet man sich da eigentlich gegenüber der Familie? Weil
Oh, ich war immer offen. Okay. Also klar, ich glaube, es fällt vielen schwierig. Eben, oder schwer, meine ich. Fällt vielen schwer, so genau. Und es ist auch vielleicht schwierig für jemanden, der nicht so offen ist. Aber meine Familie hat mich schon immer, also die wussten, dass ich immer schon ein bisschen anders war und irgendwie ein bisschen so einen Schaden habe oder so, keine Ahnung. Die wussten das schon immer und dass ich Probleme hatte mit so sozialen Kontakten und Freundschaften zu knüpfen und so. Die haben mich aber immer supportet. Also es war eher so, wenn ich mal wieder traurig war, warum das so ist, habe ich mich denen halt dann immer wieder nach der Schule anvertraut und geöffnet und habe gesagt, warum ist es denn so? Und die haben mir zu mir gesagt, ach Laura, komm, du hältst das schon durch, du schaffst das schon und wir sind bei dir und wir helfen dir da auch bei und haben ja auch einiges gemacht dagegen. Aber haben immer gesagt, du bist genauso gut wie alle anderen, du musst dir da gar keine Gedanken drüber machen. Und irgendwann ist die Schulzeit vorbei und dann machst du dein eigenes Ding. Was macht man denn vielleicht auch als Motivation für die Zuschauerinnen und Zuschauer, vor allem auch für die junge Zielgruppe. Was macht man am besten gegen Mobbing? Wenn man alleine da durchzustehen, ist ja schwierig meistens. Ja, ich glaube, wirklich aktiv dagegen kannst du nichts machen. Ich finde, mittlerweile ist es einfach wichtig, dass zum Beispiel Lehrer oder so sich da mit einmischen und was dazu sagen. Und es gibt ja auch mittlerweile viele, die dann so Leute in die Schule bringen und sagen, ey, wir machen hier eine Anti-Mobbing, keine Ahnung, was für eine... wie nennt man das, Anti-Mobbing-Veranstaltung oder sowas, damit mal gezeigt wird, was überhaupt Mobbing ist. Es gibt ja auch super viele Leute, die dann ja auch, also Kinder, die sich damit da davon umbringen zum Beispiel, was ich ja krass finde. Rauskommen, ich bin da glaube ich rausgekommen, indem meine Eltern mir halt gesagt haben, so Laura, lass dich einfach nicht von denen wirklich, lass dich nicht unterdrücken. Weil das ist genau das, was die Mobber haben wollen. Und ich würde sagen, wenn man jetzt gerade selber in so einer Situation ist, nicht dagegen angehen. Einfach machen lassen, weil dann ist es irgendwann langweilig für die und dann machen sie es nicht mehr. Bei mir war es auch irgendwann so. Ich habe mich da nicht mehr drum gekümmert, habe mich alleine hingesetzt, habe mein Ding gemacht, habe mich da nicht mehr drum gekümmert, wollte auch nicht mehr mit irgendwelchen Leuten was zu tun haben. Und dadurch hören die dann auch langsam auf und es wird weniger, weil man sich nicht aufregt. Früher habe ich immer gesagt, so, hey, warum seid ihr denn so? Und ich möchte. Und das hat den Spaß gemacht. Das ist auch das, was dieses, das ist ja diese Gewaltanwendung, die dazwischen geschieht. Ja. Als du damals dieses Thema mit Mobbing angestoßen hast, dachte ich aber nichtsdestotrotz, nimm es mir bitte nicht übel, sitze ich im Auto, fahre gerade wieder zurück ins Studio und denke so, wenn ein Mensch diese Scheiße erlebt hat, warum begibt sich ein Mensch freiwillig in so ein Haifischbecken namens Social Media eigentlich? Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, das... Ich meine, du hast das doch schon alles erlebt. Ja. Warum machst du das dann? Genau, aber ich weiß, das hab ich mich auch manchmal gefragt, wenn ich so danach darüber nachgedacht habe. Weil eigentlich hat Social Media das auch in Bezug auf die Leute in meiner Schule ja nicht besser gemacht. Ich war ja eh schon schlecht angesehen, sagen wir es mal so. Und jetzt hatten sie dann auch durch Social Media nochmal einen Grund mehr, mich zu ärgern, weil sie gesagt haben, ey, die macht jetzt Social Media, dann lehnen wir alles darauf aus oder halt, können halt das als Grund nehmen, warum wir sie ärgern oder keine Ahnung was, als ich dann halt irgendwann mit 10. Klasse angefangen habe oder so. Aber ich habe mir irgendwie so gedacht, so, hä, wenn es mir Spaß macht. Und ich habe da dann aber gemerkt, dass das, was ich in der Schule hatte, das gar nicht das ist, was die Leute wirklich von mir halten oder sehen. Weil da gab es Leute, die mich auf einmal cool fanden oder die mich so in Person, wie ich einfach bin und dass ich aufgeweckt bin und dass ich das auch so zeige und meine Videos, die fanden das cool und haben mich auch einfach als Person so cool akzeptiert und mich cool gefunden und supporten mich ja auch, sonst wären sie mir ja nicht gefolgt. Ja, und seitdem war ich dann so, hä, dann kann, also das ist dann irgendwie eine andere Welt gewesen. Klar, nicht immer alles ehrlich, glaube ich auch, aber trotzdem habe ich mir so gedacht, so komm, das ist doch cool. Liest ein Mensch noch so die Kommentare eigentlich? So wie ich? Ja, weil ich meine. Also, ich lese viele Kommentare. Nicht, weil ich denke, ich lese, also wenn jetzt Hate-Kommentare sind, lese ich mir die jetzt nicht 15 Mal durch und denke, traurig, ganz sicherlich nicht mehr. Also, das war aber auch von Anfang an nie so. Ich hatte es vielleicht mal so eine Zeit, da wurde ich so ein bisschen mehr gehatet, aber nur, weil ich in meinen Videos, Schauspielvideos, sehr übertrieben habe. Weil ich finde, auf TikTok muss man mehr machen, als im Fernsehen nur mit dem Gesicht das zu machen, sondern man muss sich auch gestikulieren, damit es. Weil die erste Sekunde zählt ja auf TikTok. Und du musst irgendwas machen, damit in der ersten Sekunde was passiert, damit der Zuschauer dran bleibt. Das habe ich immer hingekriegt. Und dann war es einfach vielleicht ein bisschen zu viel. Aber Kommentare, ich lese super gerne und kommentiere auch oft viel zurück, weil die Leute sich dadurch auch geschätzt fühlen oder das Gefühl haben, man ist dabei. Komm, wollen wir noch einen machen? Einen machen wir noch. Oh, wir haben noch. Oh, Zeit, die Zeit rennt aber auch ein bisschen, ne? Hast du jemals Drogen genommen? Ach, die Frage gefällt mir. Ja, auch Gras gehört dazu. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben irgendwas geraucht, gekifft oder sonstiges. Ich habe nicht mal Shisha geraucht, ich habe keine Zigaretten geraucht, ich habe noch nicht mal probiert und auch noch nie Gras oder Drogen oder sonstiges.
sehe ich auch keinen Sinn drin. Gestern, wenn ich den Geruch von Gras rieche auf Konzerten, sonst ist es ekelhaft. Das ist so ekelhaft. Du hast gestern noch ein Weekend-Konzert. Ja. Da gibt es ganz schön Weekend. Weekend. Aber trinken tust du mal hin und wieder mal ein Glas. Aber auch sehr selten. Also du lebst wirklich 100% gesund? Ja, nee, gesund. Veggie, also, flexible? Nee, ganz sicherlich vegan. Nicht. Vegan? Nee, so sehe ich aus oder was? Keine Ahnung. Ich esse eigentlich viel zu viel Fastfood in letzter Zeit. Es ist echt schlimm, weil ich momentan nicht so viel Zeit habe zum Kochen und dann bestelle ich sehr viel auf Lieferando und so. Deswegen gesund gerade nicht so und Sport ist auch gerade ein bisschen wenig. Hatte ein bisschen stressige Zeit in letzter Zeit, aber es kann sich ja wieder alles einpendeln. Ja, aber was sowas angeht, meine Eltern haben mir da immer was mitgegeben und haben mir nicht immer gesagt, so brauchst du nicht, ist unnötig und keine Ahnung. Und deswegen war es auch für mich so, weil ich irgendwie so geprägt worden bin. Ich sehe auch bei meinen Eltern, die trinken auch relativ wenig oder so. Deswegen, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, eigentlich ist es da normal, dass man normalerweise so richtig da, ne? Ja, genau, aber so ein Zeltparty, ja. Gib ihm die Kante und ja, so. Ja, genau, ne? Und in München ist es ja auch so, wenn du auf dem Oktoberfest oder sonstigen bist, da Bier ein Maß nach, oder eine Maß nach der anderen. Das heißt nicht Maß, sondern Mass, stimmt? Ich wusste gar nicht, dass wir eine Klugscheißerin eingeladen haben. Märchen, ein, zwei, Pass und so, was ist los hier? Genau, und ja, deswegen, ich trinke gerne mal Lillet oder auch zum Essen mal irgendwie Wein mit meiner Oma oder sonstiges. Aber sonst, nee, keine Drogen, nichts. Ich bin der Musik. Ach, sorry, ich war bei Lillet schon beim sehr Song unschuldig. Gerade. Sehr unschuldig, was das angeht. Ja, wir haben echt uns lange Gedanken darüber gemacht. Was für Fragen stellen wir Laura Marie? Welche Spielchen können wir mit ihr machen? Aber du hast so ein liebes Image, dass es schon ein Leid tut, wenn man dir eine blöde Frage stellt. Nee, das ist aber voll okay. Also ich mag gerne blöde Fragen, aber es stimmt tatsächlich. Hätte ich das gewusst, hätte ich noch also ich glaube, wenn man meinen Namen so hört, denkt man, verbindet man nichts damit so, dass ich schon mal irgendwie einen richtig fetten Streit mit jemandem hatte oder irgendwie sowas. Also klar gibt es in meinem Privatleben bestimmt auch, so sage ich das nicht. Ich bin auch nicht komplett unschuldig. Aber ich glaube, in vielerlei Hinsicht und auch in so Social-Media-Welt und so bin ich ganz lieb. Jetzt mal zum Schluss zum Thema hier ist Mobbing und Tastatur-Rambos und diese, wenn die jetzt auf Social-Media sich etwas aufbauen wollen, wie sollten sie mit solchen Situationen umgehen? Was sind deine Vorschläge, wie sie mit so einer blöden Situation oder wie man sich damit am besten auseinandersetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wie gesagt, einfach das machen, was man möchte und sich nicht von anderen Leuten beirren lassen, auch wenn es super oft super schwer ist, sich die Meinung von anderen nicht persönlich zu nehmen. Das habe ich irgendwann gelernt, dass ich das einfach abgelegt habe. Und damit ging es mir wesentlich besser, weil ich habe irgendwann gelernt, so komm, mir egal. Weil man kommt ja wieder raus, zum Beispiel gerade in der Schulzeit, die Leute siehst du nie wieder danach vielleicht. Und dann kannst du dir ein neues Leben aufbauen und alles ist super. Also es ist ja nicht so, dass du in diesem Kreis für immer gefangen bist. Und deswegen würde ich das sagen, einfach sein Ding machen, sich selbst vor allem lieben, das habe ich auch ganz oft nicht getan und das muss man auch lernen. Und das fällt mir manchmal immer noch schwer, also das fällt jedem, glaube ich, schwer, man hat so einen Makel an sich. Genau, deswegen macht einfach euer Ding und auf Social Media könnt ihr einfach anfangen. Ich sage auch zu jedem, nimm dein Handy in die Hand und film es ab, was du möchtest. Es kommt mittlerweile so viel an, ist egal, was du machst eigentlich. Du musst einfach nur sympathisch, authentisch sein, dein Ding machen und vielleicht einfach ein bisschen Talente werben oder so. Tarifcheck, das Online-Vergleichsportal, präsentierte Ihnen das Interview.